Das Teil kostet 360 Euro. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Top 10 Video hier bei CSGO. Es geht jetzt heute um die MP7. Wir fangen wie immer auf dem Platz 10 an und gehen hoch auf Platz 1. Beginnen wir mit der Party. Platz Nummer 10, MP7. Anodized Navy. Die ist anodisiert. Sie hat ein recht schickes Aussehen. Dieser Navy-Look passt auch ganz gut zu der Waffe. Für alle Leute, denen blau gefällt, ist es natürlich der Skin schlechthin. 21 Cent kostet das Teil in FN. Kann man mal machen. Ne, kann man mal machen. Auf dem Platz Nummer 9 liegt bei mir die MP7 Gunsmoke. Die hat schon etwas mehr Detail. Übrigens, achtet nicht so auf meine Haare. Die sehen auch ziemlich gunsmokig aus. Ich habe komisch gelegen. Ich habe mich verlegen. Wenn man älter wird, dann verlegt man sich ständig. Man tut einem irgendwas weh und man sagt, ich habe mich verlegen. Die Farbgebung hier an den restlichen Metallstellen finde ich auch sehr interessant, weil diese auch verändert wurde. Ich weiß nicht, ob das jetzt zwingend zum Wohlsein dieses Skins gemacht wurde. Braun sieht, finde ich, nicht so ansprechend aus. Also nicht so extrem ansprechend, wie jetzt halt andere Farben. Aber an sich durch den höheren Detailgrad auf jeden Fall besser, finde ich, wie die Anodized Hanswurstwaffe. Der Skin kostet 2,77 Euro, ist bestimmt irgend so ein Upgrade-Skin. Beziehungsweise es ist einfach Angebot und Nachfrage. Halt, die Leute fahren voll auf das Teil ab, keine Ahnung. Soll ich euch eigentlich, und das ist jetzt eine, finde ich, wichtige Frage, in Zukunft auch immer diese Werte anzeigen, dass ich das kurz so aufmache und dabei in die Kamera gucke? Zieht ihr irgendwelche Erfahrungen aus den Werten, dass er sagt, oh, guck mal, Finish-Katalog 15, Mutter! Oder ist das für euch unwichtig, sodass ihr praktisch nicht einen eurer Erziehungsberechtigten rufen müsstet? Wie sieht's aus damit? Einfach mal in die Kommentare schreiben, damit ich da Bescheid weiß, wie ich das in Zukunft handhaben soll. Platz Nummer 8 kommt jetzt. Wir haben auch schon die MP7 Urban Hazard. Die ist so gefährlich, weil du siehst ja, warum die so gefährlich ist. Hier passt die Farbgebung oder das Farbenspiel, finde ich, am besten zusammen. Und zwar, alles außenrum ist ja eigentlich der Skin. Ich finde einfach, dass dieses Grau-Schwarze mit Orange sehr gut harmoniert und dass es gleichzeitig hier mit dem doch original gebliebenen Magazinstück zusammenpasst. Vom Aussehen her könnte man sagen, das hat einfach ein abgeschliffenes Gesamtbild. Das ist super, super sexy. Das Teil kostet 13 Cent und ist wahrscheinlich auch genauso viel wert. Auch beim 7. Platz befindet sich die Armor Core. Da ist der Skin nochmal ein bisschen abgerundeter als beim letzten. Das Ganze ist eine Einheit. Sehr schlicht gehalten, aber trotzdem spektakulär zugleich. Die weißen Akzente, Silber, Schwarz, Dunkelgrau. Der Hintergrund, herrlich. Sie kostet nur 12 Cent. Es ist nicht wirklich verständlich, warum sie günstiger ist, beziehungsweise, also einfach nur aufgrund des Skins, aufgrund des Aussehens her, hätte ich sie jetzt nicht zwingend günstiger gemacht als die letzte Waffe. Aber hey, Geschmack. Über den lässt sich streiten. Der nächste Platz ist die Nummer 6 und hier liegt die Skulls. Ich weiß, ihr dachtet, oh, die ist doch eigentlich viel weiter oben, hätte ich zumindest vermutet. Aber nein, die ist schon schick, vor allem wegen den Totenköpfen. Aber ich finde, dass sie etwas untergehen und dass man ein bisschen ungeschickt die Platzierung gewählt hat. Das lilane Magazin passt sehr gut da rein, die zwei lilanen Nieten auch. Also der Skin an sich gefällt mir. Aber ich hätte es auf jeden Fall geschickter gemacht und das nimmt mir auch so ein bisschen den Spaß an dem Skin, weil es mir den Spaß nimmt. 86 Cent kostet das Gerät. Na, da kann man jetzt überzeugt sein oder nicht. Also ich bin es, also zum Kauf auf keinen Fall. Guck mal hier, da kennt man gar keinen Skull mehr hier vorne drauf. Da hätte man doch easy einen drauf machen können. Ich meine, gut, künstlerische Freiheit und man will überlappen, unterlappen, Ebenen, Meta-Ebenen, Beta-Ebenen und Einebenen, Ebenen. Aber trotzdem. Auf dem Platz Nummer 5 haben wir die MP7 Cyrus. Die kuriose Waffe. Hier ist die Farbgebung Ultra. Das Blaue kommt so stark hervor. Ich glaube, man wird dadurch direkt gesehen. Du kannst mit der nirgendwo rumsneaken, weil die so krass leuchtet. Der Name steht auch drauf. MP7, damit du weißt, was du in der Hand hast. Hatten wir schon öfter. Dieser Totenkopf. Das ist doch irgendein Symbol von irgendeinem bekannten Spiel eigentlich, oder? Dieser Totenkopf mit diesen vier Dingern außenrum. Der kommt mir zumindest bekannt vor. Gears of War? Nee, die haben was anderes, oder? Sehr edle Waffe. Sie kostet 73 Cent in FN und, ja. Ist halt blau, ne? Auf dem 4. Platz haben wir die Special Delivery. Diese Linien, die erinnern mich immer so ultra an das 5. Element. Ne, diese Steine, dieser eine Wasser oder was er sein sollte, keine Ahnung. Der Skin wirkt auch so ein bisschen altertümlich, zumindest die Farbwahl. Hier oben so ganz leicht Camo-Muster oder was es sein soll, hier unten auch dran. Dann in der Mitte dieses, was ist das? Beige. Wallen hat vor nicht allzu langer Zeit gesagt, dass Beige eine Farbe ist, die nie jemand genutzt hat beim Malen. Früher mit dem Farbkasten hatte man Beige drin. Das war die Farbe, die man getauscht hat für andere Farben. Aber meistens mit großem Verlust. Eine Beige für ein Krümelrot, verstehst du? So eine ganze Farbe. Das waren immer schlechte Deals. Hm. Dieser Skin ist in FN 1,12 Euro wert. Was soll man dazu sagen? Ist halt ein Preis. Nun folgen wieder die Top 3. Ihr könnt jetzt erraten, was auf meinem 3., 2. und 1. Platz ist. Macht das mal. Here we go. Auf meinem Platz Nummer 3 ist die MP7 Nemesis. Schick, nicht wahr? Schick. Ich weiß. Sie ist schon schick. Ultra die Transformer-Waffe, ne? Das ist doch der Octiklus Hein, ne? Naja. Ah, Bumblebee vielleicht? Ich meine, Zachary. Endlich mal ein Skin hier bei den MP7s mit einem richtigen Motiv, das auch ausgearbeitet ist. Und nicht nur so kleine Stücke oder viele kleine, sondern ein schön großes Motiv. 4 Euro und 2 Cent. Na gut, ich sag's mal so. Okay. MP7 Empire ist mein 2. Platz.
Kurz meine Jacke ausziehen, es wird heiß. Ultra nicer Skin, meine Farbe, dann noch so komische Viecher drauf, so Geister, Dämonen, Kram, gelbe Augen. Ach Gott, ist das jetzt auch was für Mädchen, auf jeden Fall. Manche Jungs denken sich, jawohl, mit denen mache ich alle kaputt. Und die Mädchen denken sich, ah, oh, wie süß. Darum liegt der Skin auch auf meinem zweiten Platz. Was ist denn der Wert, fragt ihr euch jetzt. 83 Cent. Ja, da geht ja noch. Jetzt kommen wir zum ersten Platz. Trommelwirbel bitte. Na, habt das erraten gehabt? Habt das erraten? Die Whiteout ist auf meinem ersten Platz. Weiße Skins, abnormal. Und die ist wirklich komplett weiß. Gut, die ist hier so ein bisschen verschamariert, obwohl es FN ist. Weiß nicht, warum die hier so eine Macke hat und hier vorne auch. Ich bin ein paar Mal runtergefallen und da sieht die immer so aus. Eine Float von einer Unendlichkeit. Ach Gott. Ich weiß noch nicht mal, was gut ist, Wear Rating. Ob es jetzt gegen 0 gehen soll oder gegen 1? Wahrscheinlich gegen 0, weil es dann überhaupt keine Macken hätte. Liege ich da richtig? 0, das ist die Mackenhaftigkeit, oder? 6% Macken hat das Teil. Kommt das hin? Oder ist das jetzt komplett falsch? Oder ist es bereits in Prozent angegeben? Also es geht von 0 bis 100. Wie sieht das aus? Da wäre das ja eine 0,06% Macke. Was aber dann etwas... Nee, das kann nicht sein. 6% kommen schon hin, oder? Hier vorne, hier, da unten, da vorne. Deine Mutter. Also es kommt schon hin, oder? Ja, guck mal da hin. Ach Gott, ist das hässlich? Habt ihr es erraten können? Meine ersten drei Plätze? Man weiß es nicht. Ihr könnt an der Stelle gerne wieder sagen, ob euch die Top 10 gefallen hat. Also meine Liste, meine Ordnung, meine Rangordnung. Und falls nicht, was ihr anders gemacht hättet in eurer Top 10, Top 5, Top 3 oder einfach eurem ersten Liebling des MP7 Skin. Haut's raus. Ich sag einfach mal, erotisch gespannt auf diese Angabe von euch. Erotisch gespannt. Macht keinen Sinn. Erregt. Ach so, was kostet das Teil, fragt euch jetzt. Wir brauchen hier an Kasse 4 mal eine Preisauskunft. Kommen Sie mal her. Das Teil kostet 360 Euro. Upgrade-Waffe, Angebot und Nachfrage. Rassismus, die ist ja immerhin weiß. Alle Leute sind saurassistisch wahrscheinlich. Scheiße. Vielen Dank übrigens. Scheinbar gefallen diese Top 10 Videos sehr, sehr vielen. Wie ihr da mit den Daumen immer abgeht und sie erreichen auch immer mehr Aufrufe. Sie kommen langsam aber sicher an meinen Hauptcontent dran. Also an diese CSGO Matchmaking und Overwatch Folgen. Sehr nice. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wow. 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 Wow.